Hallo und herzlich willkommen zurück zu Time Hollow. Ich habe ein bisschen gegoogelt. Man könnte auch sagen, ich habe das schlaue Wikipedia befragt, weil ich hatte mich gewundert. Hier alle haben sie da so tolle Zahlen in den Namen und nur Eason, also Kairos, sagte mir so spontan gar nichts. Ich weiß nicht, ob irgendwelche Leute unter euch sind, die ein Graecum haben. Jedenfalls, Kairos kommt aus dem Griechischen. Und man kann das übersetzen mit für den günstigen Zeitpunkt einer Entscheidung, dessen ungenutztes Verstreichen nachteilig sein kann. Tada! Fand ich sehr interessant. Dann habe ich noch nach Socks gesucht. Im Amerikanischen sind das Socken, aber das ist nicht wirklich spielrelevant. Aber in der englischen Fassung heißt die Katze dann, glaube ich, Follow, was eigentlich sehr interessant für das Alternativende ist, was ich euch auch noch zeigen werde. Nun, dann habe ich noch nach Shiloh geguckt. Das ist ja der Hund, den wir da schon gesehen haben. Und Shiloh, da habe ich leider gar nichts zu gefunden. Also Shiloh ist einfach Shiloh. Und aber Shiloh ist die erste leibliche Tochter, weil, naja. Brad Pitt und Angelina Jolie, die adoptieren ja alles, was nied- und nagelfest ist. Jedenfalls, das ist ihre erste leibliche Tochter. Ich habe keine Ahnung, ob die noch mehr haben. Interessiert mich eigentlich auch gar nicht. Seitdem ich weiß, dass Brad Pitt auf Angelina Jolie steht, ist der Typ für mich sowieso gestorben. Es gibt nur den einen wahren, hübschen, tollen Schauspieler. Das ist Hugh Jackman. Dicht gefolgt von Christian Bale. Naja, wollen wir mal nicht ins Schwärmen kommen. Und wäre bestimmt auch interessanter dann für Männer, wenn ich dann von irgendwelchen Frauen erzählen würde, die interessanter sind. Deshalb lasse ich das jetzt einfach mal bleiben. Und ja, was ihr vielleicht auch hört, ich rede total durch die Nase. Ich bin momentan richtig schön krank, aber mir gehen meine Videos aus. Und da ich euch ja jeden Tag so zwei Videos hochladen wollte, wird es mal langsam Zeit, dass ich Kapitel 3 spiele. Wir haben zwar wieder nachts 3 Uhr, kurz vor 3, aber scheiß drauf, auf gut Deutsch. Mal gucken, wie lange wir durchhalten. Also, entschuldigt, wenn ich ab und zu mal ein bisschen huste oder so. Ich versuche das alles natürlich weitestgehend rauszuschneiden. Aber ich bin halt nicht. Naja, wenn es jetzt gerade in der Cutscene ist und ich nicht gerade schnell genug dabei bin, mein Mikrofon auszuschalten, dann entschuldigt das bitte. Also, es tut mir richtig, richtig leid dann. Nun, wir spielen jetzt Kapitel 3, ein Tag der Erinnerung, und sind bereit, die Daten zu laden. Time Hollow, Kapitel 3. Ein Tag der Erinnerung. Ich wollte eigentlich mit Cory sprechen, aber heute findet gar kein Unterricht statt. Tja, das ist denn nicht mal blöd gelaufen. Was wart ihr? Ethan, woran denkst du? An nichts. Du verheimlichst mir doch nichts, oder? Natürlich nicht. Ethan doch nicht. Du weißt ja, wie das ist. Letzten Endes kommt es doch heraus. Ich weiß. Ach, Morris. Du zwölfjähriges Kind oder 11. Ich weiß, er meint es nur gut, aber er kann ganz schön nervig sein. Die Mädchen wäre ganz verrückt nach ihm, wenn er sich nur ein bisschen ändern würde. Aha. Was ist? Versuchst du meine Gedanken zu lesen? Raus aus meinem Kopf. Ah. Vielleicht ist er doch erst 11. Punkt, Punkt, Punkt. Prima. Noch ein Hellseher. Was? Ich hab doch gar keine Gedanken gelesen. Vielleicht sollte ich ihn um Rat fragen. Hör mal, Morris. Was ist denn? Ich weiß, du willst lernen, aber kann ich dich mal etwas fragen? Naja, 1 oder 2 Sekunden kann ich erübrigen. Oh, nett. Du weißt doch, dass meine Eltern verschwunden sind. Ja, klar.
Was ich dir jetzt sage, wird etwas verrückt klingen. Kommt drauf an. Vor ein paar Tagen waren Mom und Dad noch da. Wie bitte? Ruhe da drüben, das ist eine Bibliothek. Tut mir leid, wir sind ja schon still. Sprich ein bisschen leiser, okay? Also, wie war das? Also, ich spreche jetzt nicht leiser. Also, man versteht mich wahrscheinlich so schon kaum. Gut. Und dann war plötzlich alles so, als wäre meine Familie seit Jahren verschwunden. Das hat sich auch nicht geändert. Und ich will endlich wissen, was los ist. Es ist verrückt, ich weiß, aber ich lüge nicht. Es ist kein Traum und ich bin nicht krank oder so. Naja, wenn ein Verrückter zu mir sagt, ich bin nicht verrückt. Naja, wie hoch steht die Chance, dass ich dem wirklich glaube? Naja. Ich finde übrigens, das Lila hier im Hintergrund ist sehr schön. Ich mag Lila. Habt ihr meinen neuen Channel-Design gesehen? Wahnsinn! Also, vielen, vielen Dank, Enforcer. Ich sag das jetzt einfach mal so. Ich weiß, dass er keinen YouTube-Account hat, aber ich will jetzt nicht seinen richtigen Namen sagen. Und auf jeden Fall danke, Daumen hoch. Und wenn das Video hochgeladen ist, dann schicke ich dir den Link und dann musst du dich einfach anmelden. Jedenfalls danke. Ich liebe Lila. Ich finde das auch total toll geworden. Mit Kuri da so an der Seite und Lunes und Ark und der Schokoboll. So süß! Ach ja. So, das musste jetzt einfach einmal raus. Naja. Es ist kein Traum und ich bin nicht krank oder so. Ja, das hatten wir ja schon. Weißt du, was ich glaube? Oh je, jetzt kommt's. Ich glaube, wir haben es mit Parallelwelten zu tun. Oh Gott, noch so ein Abgedrehter. Para was? In unserem Versteck habe ich ein Buch darüber gelesen. Das Geheimnis der Parallelwelten. Jetzt, wo du es erwähntest. Jemand hat es in unseren Versteck liegen gelassen, aber ich habe es nie gelesen. So, ich muss das jetzt loswerden. Also ich habe Kapitel 3 schon einmal gespielt, jetzt gerade. Und ich weiß, dass die in diesem Versteck vor 10 Jahren ungefähr gespielt haben. Nach der Rechnung wäre ja dann Morris 2 gewesen hat gelesen. 2 gewesen und hat gelesen, so. Und ich denke mal, dass das einfach nur so eine ganz schäbige Übersetzung war. Der wird schon genauso alt sein wie die anderen auch. Gut. Das muss jetzt raus und ich denke, das ist jetzt auch nicht so schlimm, dass ich das gesagt habe. Wenn das jemand schlimm findet, kann er das natürlich sofort als Kommentar drunter setzen und sagen, oh, du hältst dich nicht an deine eigenen Worte, du spoilerst. Aber ich finde, das war jetzt eigentlich nichts wirklich Böses verraten. Gut, ach ja, das hatten wir schon. Das hat wahrscheinlich keiner, außer Morris. Die geht es wahrscheinlich wie den Leuten in dem Buch. Ach ja? Warum holst du es dir nicht und suchst nach Antworten? Ich habe schon genug Zeit mit deinen Problemchen verschwendet. Verschwendet! Morris. Vibrations. Ja, ich bin in der Bücherei. Ich lerne, was sonst? Das fragst du noch? Du willst Ergebnisse? Ich muss mich nur ranhalten. Schon habe ich die Noten in der Tasche. Mit wem redet er? Mit seinen Eltern? Und jetzt verschwende ich gerade wichtige Zeit zum Lernen, weil ich mit dir rede. Hey, Ethan. Ja? Das dauert eine Weile. Bin gleich zurück. Geht klar. Ich sollte von dieser Unterhaltung wohl nichts mitbekommen. Hm.
Mal sehen, vielleicht sollte ich dieses Buch über diese Parallelwelten suchen. Ich habe keinen Bock. Ich möchte noch mit Morris reden. Ich kann also noch nicht nach Hause. Ich werde selbst ein bisschen frische Luft schnappen. War da nicht dieses elegante Geschäft auf dem Weg hierher? Ich glaube, es hieß Aeon. Vielleicht sollte ich es mir mal ansehen. Kleinen Moment einmal.